Also es ist wieder soweit. Wir cruisen in ein anderes Land. Aber wir werden auf jeden Fall nicht schlafen. Geschlafen habe ich, ja, gefühlt 5 Minuten. Mein Kopf ist matsch. Er hat wirklich einen richtig soliden Grip von mir genommen. Hat aber mein Package getastet. Removed and destroyed. Der Bruder, mit dem ich reise, hat er angehalten worden und jetzt ziehen die ihn extra raus. Hoffentlich geht unser London-Trip nicht gleich drauf. Also wir haben es jetzt geschafft, durchzukommen. Diese ekelhafte Kreatur hat es geschafft, auf jeden Fall. Der Bruder, mit dem ich bin, sieht arabisch aus und der hat sie dann auch dementsprechend wie ein Terrorist behandelt. Aber wir sind jetzt da, Alhamdulillah, in London. Und ich werde direkt jetzt mit dem ersten Energy arbeiten, weil das muss. Ich gehe mit Cooker auf Eis. Das klingt wie so ein Song, Cooker auf Eis. Wenn ihr das irgendwann mal in einem Song hört, ihr habt es hier zuerst gehört. Station war das, glaube ich, sind wir gerade ausgestiegen. Wir sind jetzt bei Harris angekommen. Dass sie gar keine Ahnung hatten von der Materie. Du meinst irgendwie, der steht voll. Ja, ja, ist voll schön und so. Ihr seid geil. Yes, man. Wir haben jetzt ein paar Düfte gerochen. So, in Harrods, aber. Der, meine Augenlider sind jetzt einfach auf Standby. Ich bin okay. Ich existiere gerade nur. Deswegen, wir sind jetzt gerade in der Süßigkeitenabteilung. Weißt du? Chocolate Almond Brittle. Das klingt schon verdammt sexy. Wir arbeiten hier einmal mit einem, was ist das? White Chocolate Strawberries. Wie viel kostet der Spaß? Okay, ist teuer, ich sag dir ehrlich. Das heißt, wir gehen hier mit einem... Verdammt, oder? Oh, Bro, ein... Ja, es ist... Wir gehen hier einfach mit dieser Konstellation. Die kommen bei mir jetzt in den Bag rein. Hiermit beginnt meine Diabetes-Journey. Meine ersten Videos waren ja teilweise mit Parfüm. Und ich bin so läsch davon, dass ich so 1000 Parfüms gerochen habe. Mein Kopf, alles dreht sich. Zu der Schlaflosigkeit hinzu, ein Energy dazu und wachbleiben hinzu. Und jetzt Schokolade hinzu. Ich tue wirklich sehr viel für meine Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ihr merkt. 200 Pound Giftbox. Die bestehen aus Diamanten oder wie soll ich das verstehen? Die kennen wir aus Hamburg. Die Dinger hier schmecken geisteskrank. Würde ich sie nochmal kaufen, auf gar keinen Fall, weil das ist Typ 1 Diabetes, aber die sind lecker, lecker. Das ist nur vorne Zeit. Dann lass mal. Das ist schon schick gemacht. Mhm.
Fendi. Das ist die Möbeletage, drückt drauf. Direkt nächste hoch. Ich wollte eigentlich aufhören mit dieser Parfüm-Addiction. Aber es musste wohl anders kommen, ja? Es musste wohl anders kommen. Children's Wear Toys. Ich habe weder noch. Oh, süß. Ich habe weder noch. Ich habe keine Toys und ich habe keine Children's Wear. Das waren die, die wir eben gemacht haben. Also wir sind jetzt Knightsbridge, muss sagen, wir waren gerade jetzt fertig mit Harrods. Ich habe einen Duft gefunden, der mir wirklich zugesagt hat. Sagen wir drei, aber zwei davon waren bei über 1000 Euro und das war so dieses, will man sich sowas kaufen? In meinem jetzigen Stage von meinem Leben noch nicht, aber inshallah kommt das noch. Alle auf Zombie überall, das ist ja gerade wie. Aber das Essen hat wieder kein Salzgehalt. Null. War das schon das letzte Mal bei London ein Problem gewesen? Das sind auf jeden Fall die nächsten Energies. Es ist so unnormal voll. Ich muss einfach nur wach bleiben und schaffen, nicht einzuschlafen.